ist nur der Typ mit seinem Evictus und dem Auftrag von den Plakaten. Kein Computer hier, wie die anderen gesagt haben. Die haben doch hier gequatscht und mich runtergeschickt. Ist ein bisschen überraschend, oder? Hier draußen am Rand des UC-Raums. Aber es ist so, wir haben jetzt jeden angequatscht, außer die Security nicht. Das war mir zu gefährlich. Weil ich ja eigentlich Kopfgeld habe bei UC. Mal speichern. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben, von ihrem Heimatplaneten verstoßen wurden oder sonst was. Aber sie plündern, was das Zeug hält. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Einsteigen, Cockpit. Moment. Oh. Du wirst gesucht. Ich habe Befehle. Moment, du kommst mit. Gesucht. Bereite dich für den Transport auf unser Schiff vor. Oha. Oh nein. Beim Rausgehen, Moment, du wirst gesucht. Ich bin bis jetzt da gut davon gekommen. Willst du mir sagen, was ist hier los? Willst du mir sagen, okay? Ich soll dich darüber in Kenntnis setzen, dass du auf die UC Vigilance transferiert wirst. Schon mal. Alles Weitere erfährst du dann dort. Darüber hinaus darf ich dir keine weiteren Informationen geben. Tut mir leid. In der letzten Bar jemand Gold gezahlt. Oder Credits gezahlt, dass alle meine Dinger gelöscht werden, aber bei der UC ging das nicht. Das ist in meinem Schiff. Wir haben den Befehl, dich und dein Schiff an deinen Bestimmungsort zu bringen, zur UC Vigilance. Jede Abweichung von diesem Befehl deinerseits wird als feindseliger Akt gewertet und mit Waffengewalt unterbunden. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, habe ich angegriffen, habe die erschossen, bin raus zum Raumschiff, da war ein hochleveliges Raumschiff, was mich sofort gekillt hat. Gehen wir mal mit, schon was passiert. Kluge Entscheidung. Du wirst gleich transferiert. Was passiert jetzt? Mein Schiff und ich gehen irgendwo hin. Vigilance ist der Hammer. Undercover, durchlaufe das Verhör. Undercover-Läufer ist. Okay, Mission nicht erstelle. Okay, sind jetzt zwei. Ich. Undercover hier. Habe ich jetzt aktiv. Warum sollte er sich sonst den ganzen Stress machen? Ich verstehe immer noch nicht, warum er einem Verbrecher vertraut. Was für ein Risiko. Mach dir keinen Kopf und behalte unseren Gast im Auge. Bin gleich wieder da. So, ich habe leider das noch nicht geskillt mit überzeugen. Also ich muss das Verhör hier jetzt überstehen. Bleib einfach hier. Der Commander will mit dir reden. Kann ich Escape drücken und speichern? So. Okay. Der Gefangene ist bereit, Sir. Sir. Ja, 57 könnte jetzt Kopfgeld nicht doch auch zahlen können. Glaube ich. Hoffentlich hast du es bequem. Es gibt viel zu besprechen. Lass mich einfach meine Strafe zahlen, damit ich verschwinden kann. Sieht nicht nach einer örtlichen Gefängniszelle aus. Wer bist du erstmal? Ich kann dich aus der blöden Lage retten, in die du dich gebracht hast. Mehr musst du vorerst nicht wissen. Sieht nicht nach einer örtlichen Gefängniszelle aus. Sehr scharfsinnig. Ich setze es mit auf die Liste deiner Talente. Danke, sehr Apropos, nett. Sehen wir doch mal, womit wir hier arbeiten. Du warst mehrere Jahre lang Soldat, steht hier. Du hast also gelernt, die Befehlskette zu respektieren. Gut. Außerdem sehe ich, dass du Miner auf Vectera warst und jetzt bei der Constellation bist. Fleißig, fleißig. Ach, guck an. Und ganz unten auf der Liste steht die kriminelle Geschichte, durch die du in mein Fadenkreuz geraten bist. Ich wette, meine Schwurgröße steht nicht in euren Akten. Stimmt. Tatsächlich. Ich setze meine Leute sofort darauf Jawohl. An. Wichtig. Nachdem wir das geklärt hätten, darf ich mich vorstellen. Ja, stell dich mal vor. Ich bin Commander Kipwei Kande. Ich leite diese Operation für die UC Sysdev. Du weißt, wer wir sind und was wir machen. Keine Ahnung. Erzähl's mir doch einfach, Digga, was ist das? Die UC Sysdev ist eine Abteilung der UC Navy. Okay. Die kümmern sich um das große Ganze und wir uns um ein ganz spezielles Problem. Die Crimson Fleet. Und da, Häftling, kommst du ins Spiel. Jetzt will er, dass ich irgendwas tue für die, nur wegen ein bisschen Credit daher. Wie kümmert sich das, was ist die Crimson Fleet, wenn ich damit meine Freiheit erkaufen kann, dann höre ich zu. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht, habe nichts mit Crimson zu tun.
Matt erkaufen? Wie kümmert sich das offiziell? Aggressionsabschreckung und alles Gewährleistung tötet, oder? Der Sicherheit der United Colonies kampfbereite Raumtruppen unterhält. Was verständlich ausgedrückt einfach nur heißt, dass sie in den Kriegen kämpft, durch die wir unser Gebiet beschützen. Okay. Was die Crimson Fleet. Wollen wir das Spiel wirklich spielen? Die Piraten, sowie die, mit denen du auf Vectera aneinander geraten bist. Bitte stell dich nicht um. Ich habe nichts mit dem Crimson Fleet zu tun. Ja. Nein, hast du nicht. Noch nicht. Wir mühen uns seit Jahren mit der Crimson Fleet ab. Versuchen sie ein Schiff nach dem anderen auszuschalten. Aber wir kratzen nur an der Oberfläche. Wenn wir jemanden einschleusen, finden wir vielleicht einen losen Faden, an dem wir ziehen können, um das Ganze aufzulösen. Das ist der Depp sein, oder was? Das klingt was Persönlichem. Was ich denke, ist egal. Ich tue nur, was das Beste für die United Colonies ist. Ich verstehe. Pass auf, ich mache es ganz simpel. Redet der über. Ach so, der arbeite redet über den die Ding UC mit dir. Dann können wir gemeinsam die Crimson Fleet ausschalten. Wenn du aber ablehnst, werfen die Jungs dich in die nächste Zelle. Und ich erhöhe deine Strafe vielleicht noch um ein paar hundert Credits. Klingt, ich hätte nicht deine größte Wahl, damit kommst du. Ich wusste gar nicht, dass die Ethik, dass der Ethikkodex UC Nötigung erlaubt. Was ist für mich drin? Das hier. Ich nötige dich zu nichts. Nein. Ich gebe dir nur eine Chance, dich zu rehabilitieren. Oha, genau. Also, was sagst du? Arbeitest du mit mir oder muss ich mir jemand anders suchen? Woher weißt du überhaupt, dass ich in so einer Operation klarkomme? Würde ich dir das nicht zutrauen, hätte ich dich in der Zelle gelassen. Du musst einfach deinen Instinkten folgen und mir vertrauen. Wieso eigentlich Angebot ablehnen? Ich habe nur das zur Wahl. Sie mich sofort entscheiden? Du gehst hier nicht weg, bis ich eine Antwort habe. Jetzt hat Angebot annehmen und ablehnen. Oh, weiß ich nicht. Ich ablehne, annehmen. Für 750 Credits? Ich kann es auch nicht einmal zahlen. Machen wir mal ablehnen. Wie du willst. Okay. Ehrlich gesagt, bin ich ein wenig überrascht. Vielleicht ist jetzt genau das Spiel. Meinen Instinkten nach warst du die richtige Wahl. Ja, lagst du falsch, aber Alter. Da lag ich wohl falsch. Ja? Okay, ab in eine Zelle in Cydonia mit ihm. Sollen die sich um das Problem kümmern. Vielleicht kann ich irgendwo im Knast noch Kontakt oder so knüpfen mit irgendjemand. Ich habe keine Lust, für deine Vergehen eingesperrt zu werden. Für meine? Du hast das gemacht. Du bist schuld, Sarah. Du bist Sarah Connor. Deswegen bist du schuld in allem. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe jetzt. Leute, jetzt kam irgendein Fenster, wo ich eh gedrückt habe. Wollte aber mit ihr reden. Sorry, ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Komm einfach ein random Pop-up. Alte Sternenwerften und andere verlassene Stationen im All sind immer das Zuhause von irgendwas. Vorsicht. Dann mal tschüss. Was muss ich machen? Es spürt die Crimson Fleet auf, okay. Das ist meine Zelle, oder was? Bett schlafen. Cool, jetzt bin ich im Gefängnis, oder wie? F. Bleib schön brav und gesittet, dann hast du keinerlei Grund zur Sorge. Ich darf mich hier frei bewegen, oder was? Ich wollte eigentlich Vanguard werden. Oh geil, hier gibt's ja mehrere Leute. Ganz normale Burger. Oh, hey, was? Schönen Tag noch. Okay, hey. Also No Names. Hat irgendjemand einen Namen hier? Meine No Name. Der Mars ist sehr reich an Ressourcen. Es gibt also ist nicht da, wo ich war? Spür die Crimson Fleet auf. Ist das nicht da, wo ich war eigentlich? Also, hallo, lass mich doch mal in die Map gehen. Wo ich schon mal war? Wo bin ich jetzt hier genau? Ich bin hier, das ist der Mars. Ich bin einfach am Mars, oder was? Hier war ich doch schon.
Ich habe jetzt kein Geld, irgendjemand anzuheuern. Es muss doch, nicht jeder mit seinem Problem. Warum darf ich mich hier frei bewegen, wenn ich gefangen bin? Was ist das jetzt genau? Ist ja alles gefangen? Ich war doch hier schon. Hab mit einem, hier ist sogar das mit dem Auftrag. Mission Board von Quests. Eliminiert, ja. Kann man annehmen, irgendjemand eliminieren ist immer gut. Ohne Zeit am besten. Im Moriv-System wurde ein berüchtigtes Brandschiff gesichtet, okay. Ohne Zeit nehme ich auch. Das Ding ist jetzt, ich bin jetzt hier. Darf ich hier weggehen? Bin ich jetzt rehabilitiert oder was? Ja, okay, ich darf einfach gehen. Bin ich jetzt frei? Hab ich jetzt noch Kopfgeld oder was? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was passiert ist. Meine Sachen habe ich auch noch alle. Ah, es ist wieder der Fehler, dass es nicht geht. Also, man sieht die Waffen nicht. Das hatte ich schon mal als Fehler. Ich muss nochmal reinladen. Ohne DLSS und FSR geht es echt gut. Okay, ich kann die Waffen nicht sehen. Das war die schon mal als Fehler. Müssen wir nochmal speichern. Nochmal reinladen, glaube ich. Ich bin jetzt nicht sicher, was passiert ist. Der hat mich da verhört. Mission Undercover aktualisiert. Undercover. Spür die Crimson Fleet auf. Nachdem ich Commander Ickes Angebot ausgeschlagen habe, werde ich nun die Crimson Fleet selbst ausfindig machen. Möglicherweise beitreten. Okay. Weil ich dann irgendwo finden anscheinend. Undercovers Fraktion. Sonstiges. Werbeoffensive. Begib dich nach New Atlantis. Da tun wir mal diese Dinger da aufhängen. Ach, geht's mit den Waffen jetzt wieder? Nee, ich sehe die Waffen nicht. Ich weiß nicht genau, was das immer ist. Ich hab die Waffen. Okay, aus dem Spiel rausgeflogen. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Gut. Nichts Neues. Das war auch schon drauf, bevor wir gar keinen Mod haben. War es auch schon so. Ich muss sagen, bis jetzt haben sich die Mods gar nicht gelohnt. Hätte man im Endeffekt einfach nur FOF machen können, fertig. FOF ändern in der INI und der Rest wäre egal gewesen. Dieser Spielstand greift auf Inhalte zurück, die nicht mehr vorhanden sind. Einige Objekte sind unter Umständen nicht mehr verfügbar. Laden fortsetzen. Constellation Old Mars. Ich hab doch jetzt eben erst gespeichert. What the fuck? Warum? Ich hab gespeichert und will laden und er sagt, es geht nicht, weil irgendwelche Sachen fehlen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Bitte um Erklärung. Over. Meine Constellation ist nicht mehr auf dem Old Mars. Wo ist das, mein Schiff oder wo ist es dann? Hat jetzt das verloren? Höre gefälligst auf damit. Ach, jetzt du bringst wieder. Doch jemanden um. Ah, ich hab Druck. Okay, jetzt gehen die Waffen wieder. Okay, cool. Constellation. Was ist das? Constellation of Frontier. Hier ist mein Schiff hier.
gemeint habe damit. Wenn ich in die Welt reinlande, wo ich gerade war, ändert sich auf einmal irgendwas. Erstmal Werbeoffensive, zack. Kurs festlegen, einfach vom Planeten aus springen. Und landen hier und landest. Kann ich skippen den ganzen Weltraum? Kann ich sofort landen? Geht das? Oh mein Gott, das geht. Ich kann mich direkt porten. Ich muss nie wieder ins Weltraum. So eine Scheiße. Okay. Ich muss jetzt hier unten... Hänge die Poster hier auf. Unter Deck. Alles klar. Diplomatisches Visum? Das ist doch wohl Witz. Sergeant Young, seit dem Koloniekrieg kein diplomatisches Visum. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wüssten das zu schätzen. Bei Vectera, bei Vectera, ich kann es nicht fassen. Bist du das? Lächerlich. Bist du das wirklich? Ach, das ist der Fan. Captain der Frontier. Ja. Fluch der Fleet. Leuchtender Stern der Constellation. Setze nicht Vertreter. Ich setze sie nur durch. Das ist der Fan. Okay, habe ich das alles gewählt am Anfang? Aber anderswo. Ganz recht. Welch gesegneter Tag. Für einen Moment war ich nicht sicher, ob du real oder nur wieder eine Halluzination bist. Den brauche ich. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück. Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Weiß ich gar nicht mehr. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Okay, du hast recht, das muss Schicksal sein. Nicht wahr? Ja. Und wer gegen das Schicksal kämpft, wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Genau. Obwohl, ich wette, du könntest gegen alles den Sieg davontragen, selbst gegen theoretische Konzepte. Aber warum solltest du das hier wollen? Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran! Wenn dein Crew deinen riesigen Fan zuweist, wird er essentiell. Du bist die... Lass mich rein, brauchst du ein Kostüm, wenn du mein Sidekick werden willst? Brauchst du nicht ein Kostüm, wenn du mein Sidekick werden willst? Oh mein Gott. Ja, zu kurz. Du wirst es nicht bereuen. Okay, aber wohin? Im D-Ding ist kein Platz mehr. Da müssen wir auf den Außenposten, ja? Okay, müssen wir auspassen. Beim Schiff ist, glaube ich, kein Platz mehr. Raumschiff. Kurz, Tab ist abbrechen, alles klar, riesiger Fan. Schiff Frontier. Da haben wir schon zwei. Tab abbrechen. Schiff, Außenposten. Das ist wieder dieses Soundunterbrechen-Ding. Bei Voicemeter. Und zack. Okay. Ich frag mich gerade, ob das an Discord liegt oder... Nee, das ist nicht nur Discord, das liegt aber, das ist immer so. Achso. Was ich gestern gemeint habe, Voicemeter tut zwischendurch einfach den Sound disconnecten oder schlecht machen. Und da muss ich reconnecten machen, dann geht's wieder. Du hast ja gemeint, dass es bei dir auch so ist, ne? Ja, das hab ich auch, ja. Dann immer fängt das wieder so an zu knacken und so. Genau, immer und wieder Jahr für Jahr. Oder irgendwie was anderes, ja. Warum ist das denn so? Muss man dann zahlen? Gibt auch eine Paid-Version, ist das dann nicht? Warum ist das denn so? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ach, das, was du benutzt, das ist noch gar kein, war noch gar nicht hinter einer Paywall oder was, diese Version von Voice. Wir sind alle free. Gibt's da noch eine höhere? Ich weiß nicht, ob die free ist. Aber
Komisch, dass das dann so viele verschiedene Versionen unter dem gleichen Namen gibt. Naja, die heißen ja quasi Banana oder Ding. Voice Meter Banana ist halt mit 3, Voice Meter Normal ist mit 2 und Voice Meter noch was ist mit 4 Kanälen gleichzeitig. Ausgänge. Ja. Ja, aber schon noch Zusätze dazu. Okay, jetzt habe ich meinen größten Fan getroffen. Der heißt du nicht Tau. Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Wie bitte? Was? Die United Colonies. Ich dachte, du wärst mein größter Fan, aber ich habe ihn im Spiel gefunden. Achso. Ja, dann. Let's go. Mach ihn zu deinem Fanboy, so dass er hinterherläuft oder so. So, ich muss jetzt die Plakate hier aufhängen. Unglaublich, dass man. Von diesem einen Spinner da. Mal schauen, was sie davon halten, die Leute hier. So, ab zum Lower Deck. Unteres Deck, ja. Okay, an mehreren Positionen muss ich es aufhängen. Machen wir das mal. Plakat aufhängen, Main. Erstmal dahin. Zack. Booster. Oh Gott, was wie hässlich. Du Scheiße. Bin ich wundern, wenn ich jetzt erschossen werde. Glaubst du nicht, es wäre gut für sie, mal von zu Hause wegzukommen? Ich mein Plakat hier aufhänge. Was? Nein. Du kannst sie jedenfalls nicht ewig hier behalten. Du musst hier drin keinen Helm tragen. Das weißt du schon, oder? Ja, aber du trägst auch einen Helm. Kommt dein Helmträger und sagt zu mir, du musst drin keinen Helm tragen. Alles klar. Bescheid. Für deine Meinung. Sprich mit Orval Romak. Okay, ich bin jetzt in einer Station drinnen. Kurs festlegen. Und ich kann mich aus dem Gebäude dahin porten. Krass. Digga, wie krass. Ich brauche nichts machen. Jetzt muss ich mal kurz dahin fliegen, anscheinend. Ich habe mich jetzt aus... Wieso dreht sich das so komisch? Hallo, kann man nicht das drehen, dass es gerade ist? Ich habe mich jetzt aus dem Gebäude dahin geportet. Immerhin habe ich hier ein Andockmanöver, was gut und was schön ist. Nicht ein Kratzer. Einsteigen X, wo steige ich denn ein? In was denn? Die Station oder was? Okay. Ich glaube, ich habe. Wie heißt das noch? Ich habe nichts mehr geklaut gerade. Aber ich krieg jetzt hier Credits. Wieso ist es den Leuten so unangenehm, über Geschichte zu reden? Okay, ich hab das aufgehängt. Hast du die Plakate aufgehängt? Ja, na klar. Das fällt auf, glaub mir. Von Zeit zu Zeit sollte man die Leute daran erinnern, dass für ihre Sicherheit Opfer nötig sind. Hier sind die versprochenen Credits. Die UC danken dir. 2,5, okay. Gut, gut, gut. Danke. Passt, alles gut. Lang leben die UC. Ja, das ist doch okay, habe ich ein bisschen Credits verdient durch den Schmarrn hier. So, dann, wo können wir es jetzt noch irgendwo hinporten? Das haben wir. Gut, Feuerprobe. Begib dich zum Altar-System. Hinter den Kulissen rekrutiere Siedler für Liz. Missionen. Zerstör die Crimson Fleet. Reise zu einem beliebigen Planeten des Mufrit-Systems. Kurs festlegen. Unerforschte Route. Boah, wie weit ist das denn hier weg? Oh mein... Okay. Okay, das ist schon weit. Treibstoffverbrauch 103. Müsste ich da...
Müsste ich da mehr Antrieb geben auf den. Also mehr Energie auf den Antrieb geben, oder was? Weil ich kann da nicht hinreisen anscheinend. Dann nehmen wir jetzt was anderes. Mission. Töte Fanatiker. Hol dir das Kopfgeld für Dings da. Kurs festlegen. Kurs festlegen nach Labos. Ja. Und Energie. Fertig. Bin da. Die muss ich alle abschießen, oder was? Schilde offline. Ja. Meine Schilde sind offline. Nein, nicht. Oh, ich sterbe gleich. Ich muss hier. Es gibt schon so Dogfights. Na, aber wenigstens das. Ein bisschen ja. Es können aber nicht mehr als 5 Schiffe auf gleichzeitig sein, wenn das noch nicht mehr. Oh. Das sieht nicht so gut aus. Hoffentlich erwischt er dich nicht nochmal. Tot. Oh hey, guck mal. Egal, ich beam mich wieder dahin, fertig. Ich bin nur wegen des Alps. Was meinst du mit Discord? Ich hab nichts verändert. Du bist nicht mehr live, also der Steam ist nicht mehr an. Ich hab nichts verändert, was soll ich denn machen? Dings da, Starfield, zack. Keine Ahnung. Jo. Und ab. Was war das? Mission, töte, Kurs festlegen. Warte, ich müsste aber vielleicht mal so rausfliegen, dass ich das Schiff. Egal, ich das ist, was war rausfliegen. Ich gehe nicht dahin, zack. Und das war's, bin wieder da. Energie. Und es ist was anderes hier. Hui. Okay, was ist jetzt hier? Ich bin jetzt bei welcher Mission? Nochmal? Jetzt hat er wieder die Undercover-Mission. Ich mach mal Baldur's Gate an. Ja, besser ist das, Digga. Welches Level bist du jetzt bei Baldur's Gate? Keine Ahnung, ich bin noch erst 5 geworden oder 4. Ich habe doch nicht mehr gespielt. Mhm. An dem Tag, wo ich da gemerkt habe, wo du zugeschaut hast. Vor ein paar Wochen, ne? Naja. Und hinbeamen, let's go! Geil! Viel länger als eine Woche sollte das nicht her gewesen sein. Ist egal. Alles zur Landung bereit. Töte Varun-Fanatik auf dem Planeten. Okay, jetzt habe ich schon eine andere Quest auszusehen. Egal. Da kann man ja mal ein bisschen verwirrt sein im Menü, wa? Egal, weiter geht's. Da sind wir mal wieder auf dem Planeten. Ich muss töten hier. Extreme Umgebungskälte. Hallo. Okay, eins ist das Ding, zwei ist ein Messer. Mit dem Messer jemand töte. Hab die Chance, dass er Midi-Pack droppt. 51 oder 54. Wo ist denn das mit dem Zoom-Ding? Da, das ist geil.
Okay. Für das hätte ich mehr Schüsse holen können. Töte Varun Fanatik auf dem Planeten. Hol dir das Kopfgeld. Alles klar, let's go. Riechst du die tollen Industriedämpfe? Oh, ekelhaft. Ich höre nichts. Noch ein Messer, komm. Ich fange gerade erst an. Mehr? Scheiße, der war so gut alleine da. Fuck, man, jetzt läuft der in die anderen rein, wo die anderen sind. Ich hätte den so gut töten können da einfach. Mit dem Messer. Das gar nichts anderes, aber ich hoffe, hätte irgendwie. Bin fast am Ende. Nagel sie fest! Dich mach ich! Scheiße! Hilfe! Hilfe! Immer mit der Ruhe. Komm, lass dich messern, Digi. Die laufen. Die halten. Hallo? Hab ich? Geil, Mann. Messer Main, direkt Medipack. Ich hab zwar eins verbraucht, aber egal. Ich rieche Credits. Oha. Das abgeht mit dem Messer. Ich hab sogar noch ein stärkeres, aber das gibt dann keine Credits. Zwei Medipacks sogar bei dem. Doch Medipack-Farm hier. Eins kann ich noch safe nutzen. Energie erforderlich, Knopf. Alles looten und nicht verkaufen kann. Ich hätte den Fan mitnehmen sollen. Ich muss den Fan mal mitnehmen. Der kann mehr tragen. Der kann mein Esel sein, mein Lakai. Jetzt finde ich es halt schon cool, das Game. Das passt, jetzt habe ich ein bisschen was rausgeholt mit dem Verkauf. Mein Schiff war es okay, hat aber gedauert. Nur noch auf dem Planeten muss ich verstehen, wie ich das bauen kann. Endgegner war einfach, ich habe es nicht geschafft, in ein Gebäude ein Sester reinzutun. Ich konnte es nur außerhalb machen. Das war Endgegner letztens. Ein Sessel? Ja, ich konnte kein Sessel, kein Stuhl in ein Gebäude reintun, nur außerhalb. Das war Endgegner. War das nur ein Bug, oder? Ich weiß nicht, das ist wieder irgendwie eine logische Skyrim-Mechanik, die ich nicht verstanden habe. Also. Dachte mir schon, dass du nicht, du hast hier nichts verloren. Es gibt mehrere Türen anscheinend. So. Mit jetzt, weil ich weiß, ich kann es ja verkaufen. Hammer Kick. Waffenkoffer. Auch nett. Feuer! Feuer! Was für Feuer? Feuer dich, wir sehen doch, wir wissen doch gar niemand. Wissenschaftler, kritisch, niedrig. Du bist auch einer von denen, so, die erst looten und die Kollegen gehen schon drauf, aber du bist noch am Looten.
Ich habe keine Kollegen. Die Kollegin ist doch mit mir mit da. Ja, nein. Nö, ich mach das nur, weil ich halt hier den Eingang gefunden habe. Sonst würde ich das schon erstmal kämpfen, aber... Keine Ahnung, die schreien irgendwas und wurscheln und ich bin halt hier am Loten hier. Ich hab da mehrere Eingänge und hier war keiner. Ich wollte da töten. Hand nehmen auch mit. Boah, Masse 10 Kilogramm, aber Wert. 105. Boah, ich weiß nicht. LOL. 105. Lohnt sich nicht für die Masse. Würde ich da lassen. Das ist zu krass. Hier lieber so einen komischen Behälter, Wert 5, ein bisschen, kleinen Teebeutel mitnehmen, macht viel mehr aus. Richtige Staubsauger-Action. Ja. Nur das mit dem Umschalten ist immer wieder doof. Auf dieses Visier da. Hier, Kaffeetasse, na klar, nehme ich die Kaffeetasse mit. Persönliche digitale Bilderrahmen, sicher doch. Das Logbuch des Captains, immer gut. Dass es das überhaupt so gibt noch, nicht nur digital. Nehmen wir alles mit, mein Freund. Was ist das hier? Pinzette braucht man auch, um aus dem Arsch irgendwas rauszuziehen. Orchideenhändler, ich liebe dich. Alles klar, Dito. Moby Dick nennt mich Ismael von ein paar Jahren. Schöne. Hey, ich habe noch ein paar Dartpfeile, die ich mitnehmen kann. Da ist ja einer. Da ist ja einer. Wo denn? Hier oben? Ich glaube, die schießen irgendwie auf sich. Da, gegenseitig. Und ich loot hier gemütlich. Ja. Also die schießen gegenseitig auf sich oder so. Die knurren gegenseitig hier. Die Gegner untereinander, meinst du das? Ja, da ist da keiner von meinen Ja, meine Frau ist ja da hier. Die ist ja die Nette. Ich hab ja nicht verstanden, warum man so viel looten muss, aber anscheinend muss man doch alles looten, um zu verkaufen. Oder man macht einfach nur eine Quest nach der anderen, geht ja auch. Aber das ist schon übertrieben, was man looten kann. Sogar den Stift am Schreibtisch, das Papier, den Ordner, alles. Weißt du? Das ist halt auch Schneidezange, Pinzette, alles kannst du looten. Am Splittergranate, Minikoffer fühle ich. Lasergewehr, ja. Schaumstoffbecher, ja, nehme ich mit. Den gebe ich dem Kellner dann zurück. Dem Barkeeper zurück natürlich. Sicher. Lieber. Dann Drahtspulen. Ich befürchte ja, das ist 90% des Spiels, ne? Läufst da drum auf Planeten, lootest viel. Ein, zwei Sekunden Gunfights und dann wieder weiter. Ich schätze mal, dass das halt so aufgebaut ist. Wie es bis jetzt verstanden hat, sonst gäbe es ja nicht so viel Loot-Sachen. Okay. Schau, was die gemacht haben hier. Die haben alles kaputt gemacht, während ich ja noch gar nicht in dem Raum war. Digga, was ist mit dir? Chill. Tote. Ah, jetzt haben die mich doch gesehen wegen diesem Scheiß. Oh Mann, ich wollte eigentlich nach unten und heimlich den von hinten metzeln, aber ging ja nicht. Wegen, Gravitation. Ich spring hoch und bin 100 Meter in der Luft, anstatt runterzuspringen. Hör doch auf mit diesem scheiß Boostanzug, Alter. Ich will einfach runterspringen. Halte nicht viel länger durch. Dann gehe ich halt hier runter. Mit meinem Messer. Besser Messer. Komm her. Sei lieber gründlich. Fürs Feuer kann ich natürlich hier nicht gehen, aber ich...
hier rumschauen. Mal fünfmal speichern. Messer Main, sage ich dir. Wo sind die denn jetzt, die Viecher? Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Willst du Ärger? Komm doch zu mir. Ich habe mich jetzt, glaube ich, auch angekokelt, dem gefolgt bin. Ich rieche Credits. Und dann lass mal schauen, wenn ich mit dem Messer ins Gesicht schlage. Dann bin ich. Hab ich. Gut, dass ich vorher Munition gekauft habe. Die alle Messer hier. Verlierst du viel Sauerstoff, habe ich zu viel Tasche. Muss wieder hier. Tasche voll. Diese Basen zu looten ist schon irgendwie nett, aber auch manchmal noch lästig, weil es einfach so viel ist, ne? Ist einfach halt too much. Wo ist denn die Sarah eigentlich? Lebt ihr noch? Ich habe vorhin gesagt, sie hält es nicht mehr länger aus. Ich bin noch da. Ach, da oben ist der, den wir suchen. Du bist tot. Soll ich den messen oder erschießen? Ich könnte nämlich höher das Level. Ich glaube, ich sterbe bei dem Kampf jetzt. Ja, gut, okay, komm. Vielleicht. Habe jetzt zwar viel Medis verbraucht, aber was soll's. Gegen so höhere muss ich dann doch schon so ran. Okay, ich habe eigentlich geschafft, die Mission. Oh, ich kann noch nicht lernen. Ich kann nicht leveln, oder? Verdammt, wann level ich denn wieder? Ich muss nämlich mal ein Schlossgang auf Lehrling bringen. Ich weiß nicht, wo das ist mit dem Level. Normalerweise dachte ich, das ist bei I, aber das ist anscheinend doch nicht bei I. Status. Achtung, Anschutz. Anzugsschutz aufgebraucht. Extreme Kälte. Ja gut, hier drin doch nicht. Der eigentliche Trick beim Raumschiff-Repertor besteht darin, dass sich das unmittelbare Problem zu konzentrieren und pragmatisch zu... Ja! Nimm ich mit, verkaufe ich. Gut. F. Erst am ersten Tag noch alles geschaut, jetzt drücke ich einfach So. Bleib mal hier, Sarah. Lass mich ihm mal was geben. Wir müssen immer noch herausfinden, pack ruhig was in meine Tasche. Damit ich es wieder nehmen kann und dann wieder ins Raumschiff tun kann. Sonstiges. Kannst du alles haben, außer die Dietriche, wie immer. Ja, kannst du alles haben. Nein. Ich könnte da nicht hier alles geben und dann Dietrich wieder zurücknehmen. Wäre schlauer, aber ja gut. Habe ich das sogar. Scheiße.
mein Gott, Sarah. Inventar. Wo habe ich das eigentlich jetzt hingetan alles? Front hier oder was? Sonstiges doch. Hä, ich habe es direkt zum Raumschiff getan gerade. Irgendwie. Wir unterhalten uns später. I? Okay, wenn ich mit ihr rede, kann ich es auch auf die Range? Mein Herz sagt, komm, schnell, so lange sind wir dabei schon, oder was? Zack. Zack. Heute ist gar keiner hier, Tau. Schade. Wo ist denn, wo sind denn die anderen alle? Frech. Heute gibt's ja schön Action hier. Spannendes Schiff bauen und hier so Action. So. Ich würde gerne die teuren Sachen looten, aber ich glaube, Kleinvieh ist halt das Einfachste. Ich habe jetzt mit ihr gesprochen und konnte auch mit dem Shift-Ray. Ich habe es gleich ins Schiff reingetan. Halt irgendwie aus Versehen, aber ich habe es im Nachhinein gecheckt. Egal. Ist da richtig im Schiff, dann kann ich es direkt von mir ins Schiff tun. Helium. Mal Helium klauen hier. Muss hier. Okay. Wo soll ich alles hin? Oh, da ist noch einer. Oh, da hinten. Hast du 7? Zoom. Wo denn? Gerade gesehen. Das wird böse für dich enden. Ich kann nicht da durchschießen irgendwie. Du verlierst zu viel Sauerstoff, wenn du läufst. Was ist denn mit der Masse? 312 von 165? Ich habe nichts abgegeben? Hä? Dann habe ich vielleicht alles aus dem Schiff genommen. Dazu. Ich lasse mich nicht töten! Komm her. Okay, dann habe ich alles aus dem Schiff rausgenommen, statt nochmal kurz mit ihr reden. Wo ist sie denn? Sarah? Over. Ach da. Sarah? Alte Sternenwerften und an. Ich spiele gern den Packesel für dich. Okay, jetzt warte mal kurz. Wenn ich jetzt auf... Hier ist die Sarah. Das ist ihr Inventar. Kurz Escape, damit ich sehe, was sie hat. So, sie hat ein bisschen was. Q-Inventar. Frontier. Sarah. Q-Inventar. Sonstiges. Und wohin tue ich das jetzt? Wohin gebe ich das jetzt alles? Wenn ich jetzt Q auf Front hier mache? Tauschen. Nimm ich das jetzt oder was dann? Q Sarah, Q Inventar, Q Front hier, aber hä? Das ist jetzt... Q Sarah, Q Inventar. Okay, mein Inventar hat 107 Sonstiges. Ich würde alles wegtun wollen. Ja, man kann nicht alles wegmachen, ne?
Okay. Ich glaube, ich habe mein Inventar. Ressourcen behalte ich noch. Notizen. Captain's Log kann ich mir kurz anschauen. Erste Hilfe behalte ich. Kleidung. Gebe ich alles weg, außer... Was ist denn das für ein cooles Ding? Was hat das? Hat das gar keinen Wert extra? Nein, der Schutzhelm. Okay. Immer noch 229 von 165. Boah. Z alle Ressourcen lagern. Hab ich. Achso, nee. T. Es kann nicht mehr gelagert werden. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich check gerade nicht, wer was hat. Das habe ich. Das habe ich. Ja, das ist die Sarah, 135. Die kann nicht mehr lagern, okay. Ich selbst habe 200 von 165. Die Fronti hat 216 von 660. Ich kann von der Fronti, von meinem Schiff, Sachen nehmen. Aber nicht reintun, oder? Anscheinend jetzt. Warum kann ich Sachen rausnehmen und nicht reintun, obwohl ich so weit weg bin? Warum geht überhaupt eins der Möglichkeiten? Ja, ich kann nicht mehr looten, ich habe kein Gewicht. Also sie ist voll, ich bin voll. Das haben wir jetzt schon mal gesehen. Musst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Ja, Medipack muss ich mitnehmen, meine Liebe. Ich dachte, ich kann da zumindest die Sachen mitnehmen, die wertvoll sind. Ja, können wir mal gucken hier. Das ist ein riesen Gebäude, Alter. Carbonsäure, Wasser. Das Schiff ist eigentlich vor der Tür, ne? Das kann ich gar nicht mich überladen hier. Hebt die Schere am besten hier. Stockwerk höher gehen. Der hat noch ein bisschen was. Schrotthelm, Schrotflinte, Helm.